Und da kommt immer dieses Intro mit diesem dum 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 dum. Ich wollte gerade sagen, wie fängt die Map an? Als ich beim letzten Mal war ich auch in diesem Team. Oh, jetzt, ich bin immer zu spät. Dieses Intro, das ist auch bestimmt gefallenswert von mir. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wieder verschiedene Szenen mache wie bei den letzten 10 Folgen. Aber gefallenswert geht das schon. Nein. Man kann über die Brücke auf die andere Seite die Leute abknallen. Und die Map ist nebenbei von meinem Kumpel Ploxy. Oh, habe ich jetzt nicht gehört. Kennst du Ploxy in echt, oder? Nicht in echt, nicht in Real Life. Der, so. Der ist nur mit uns geschäftlich im Brickforce. Ja. Aber bevor wir zu den Geheimgängen kommen, hoffentlich gefallen euch meine Intros. Ich gebe Mühe für jede Folge ein verschiedenes Intro meistens. Aua, was, mit der Waffe kann ich gar nicht zielen. Ey, wenn du mit der Waffe schießt, dann... Okay. Der Hornet. Oder ja. Welche hattest du gerade? Nein, ich habe jetzt gerade die goldene Thunder. Ich spare immer noch auf deine epische Nissan-Brust, weil... Ja, ich kann damit irgendwie gerade gar nicht treffen. Ich treffe gerade mit gar keiner Waffe irgendwie. Mit der Waffe kann man aber wahrscheinlich nicht gut treffen. Die ist wahrscheinlich genauso treffbar mit dem Stahl. Wie die Konda. Ein bisschen weiter aus... Ja, wie die Konda zum Beispiel, aber auch wie die normale Nissan-Brust. Nee, ja. nicht... Doch, die heißt auch nicht... Die normale ist nicht so... Ja, Hornissen. Oh, das riecht auf. Diese hässlichen Weltraum-Nails. Ja, ich hab's jetzt zwar selber angelegt, stirb doch, was hat... Hä, der hatte doch gar keinen Schaden mehr. Ja, Orion selten ist natürlich geil. Die ist ein bisschen besser als die normale Orion, wenn man die Max ab hat. Ich versuch's trotzdem auch mal zu zeigen. Was wollte ich sagen? Map von Ploxy ist ja gut. Irgendwas wollte ich noch sagen. Egal. Das ist der Alte. Was? Ist der am Spawn? Was stimmt nicht? Der ist da unter uns. Unter unserem Geheimgang da. Welch, oh Mann, der sniped. Kondor, ne? Das Schnellkreuz geht ein bisschen raus dann. Und die schießt doch nicht so schnell. Dafür habe ich genauso viel Geld wieder gespart und das bringt wahrscheinlich gar nichts. Kommen wir zu dem Geheimgang gleich noch. Das war jetzt erstmal der erste, wo man dann da unten rauskommt. Zeige ich euch gleich. Ich will ein paar Leute noch kurz killen. Aber die Map von Ploxy richtig gut. Ploxy hat auch nebenbei ein paar andere Maps gebaut. Ich glaube jetzt eigentlich nur eine. One. Das hier ist genauso gut auf dem anderen Team möglich, aber um ins Portal zu kommen, glaube ich, wäre es leichter, wenn ich das jetzt erstmal in meinem Team ausprobiert. Aber ist auch ein Portal. Oh, jetzt stalken die mich alle, weil ich durchs Portal gegangen bin. Hat er nicht kommen sehen, dass ich hinter ihm stehe. Mit der Waffe kannst du gar nicht durchschießen. Statt so. Schieß so. Das hört sich an, als würdest du wichsen, Alter. Ja. Das habe ich aber auch schon oft genug gesagt von den Armbrüsten. Schon wieder haben wir es mit auch im TS die ganze Zeit. Schon wieder haben wir es mit den Armbrüsten. Ah, geil. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich gerade mit Lukas Demke das play? Okay, merkt man. Irgendwie nennen mich alle Demke. Demke. Ey, du weißt sogar, wie ich richtig heiße. Das war gerade geraten. Ja, war aber richtig. Läuft. So, wo kommt man also, hier raus? Dieser Geheimgang war, glaube ich, genauso gut auf der anderen Seite vertreten und dann kommt man hier raus. Im Himmel! Oh nein! Wenn man für 3 Sekunden oder so, für ganz kurze Zeit kann man beim Wieder-Respawn, ich sag mal Respawn von dem Portal, sich noch schützen vor. Ja, hier kann man raus, wenn man irgendwo, ich weiß nicht. Herzlich hoch, ja. Ich weiß nicht wo. Nein, ich glaube, man muss da irgendwie im Portal. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Hey, der sieht fast aus wie ich, nur dass er eine Sonnenbrille hat. Ich wollte auch gerade sagen. Ich dachte, der ist das Wärste. Mit Sonnenbrille. Na komm, Nates, eigentlich wollte ich auf Pistol wechseln, aber egal. Ich weiß immer noch, wie soll ich eigentlich die Let's Plays nennen. Ja, so läuft das hier. Self-Kill und einen mitgerissen. Ja, ich werde erst erstmal goldig. Ja, goldig! Das ist goldig. Okay. Ah, der Herr Goli, da kommt wieder. Wir gehen mal da hoch. Oh, jetzt bist du schon. Gehen mal da hoch. Und er wirft Nates rein. Und Goli. Ich verpiss mich jetzt. Guali. Ich hatte mal einmal einen Clan, die hieß Golli. 1909. Damals, als sie ja mit Ice World angefangen hatten, dann hatte Sepnik sich den Clan GSG9 ergriffen. Ich war dabei, hatte Sean kennengelernt. Hier ist das Portal. Genau, das meine ich. Das ist genauso auf der anderen Seite vertreten. Und Sean kann mich abfahren. Ja, so habe ich die ganze Zeit Ploxy und Matoro abgefahren. Ja, leider sind sie beiden nicht gerade da. Ich Let's Play auch gerade selten. Und wie ihr mich kennt, Let's Play ich dann sehr oft ein paar Folgen mit ein paar Leuten. In diesem Fall heute mit ihm hier. Und dann Let's Play ich wieder mit niemandem. Dann haben wir 2 Wochen was zum Hochladen, in diesem Fall vielleicht nur 1 Woche und dann wieder neu Let's Playen. Aber das Schöne ist, dass ich Sonic Before the Sequel bereit habe und wie die meisten schon wissen, gibt es auch eine Nachgeschichte nach der Fortsetzung von Sonic the Hedgehog 2 und Sonic. Ach, du bist auch durchgegangen. Ja. Und wie wir es uns schon vorstellen, Sonic After the Sequel. Sequel können wir eigentlich eher sagen. Ich wollte eigentlich auch. Oha. Ich hab mir auch eigentlich eine Sonnenbrille geholt, aber ich finde dieses Glas ganz gut, dann sieht man meine Augen.
Ja, das mache ich vielleicht noch in der nächsten Runde, was ich eigentlich machen wollte. Ich sollte mir die Rüstung nehmen, dann sehe ich zwar nicht so aus, dann sehe ich zwar nicht gut aus, aber ich kann mir auch diese Haube da nehmen, dann diese Glashaube. Dann habe ich 148. Also Weltraummaske oder wie das heißt. Ich habe auch viele Sachen zusammengesammelt. Ich zeige euch mal gleich mein Inventar, das war mal ein Wunsch von jemandem, mein Inventar zu zeigen. Die Folge heißt dann aber auch nicht mein Inventar, ne? Ja, das ist das Doofe dann. Ich mache aber nicht einfach so ein Video und sag hier mein Inventar. Dann mache ich es am Ende dieser Folge halt. Ich zeig euch vielleicht nicht alles. Ich bin ja nicht so ein Krank und zeig noch meine ganzen Werkzeuge. Kondome. Du doch nicht, ne? Wir brauchen schwere Kills, komm, wir machen mal richtig hart hier. Haha, wisst ihr noch meine Bazooka-Montage? Das ist jetzt schon 2 Montagen her. Also 3. Vor der anderen. Was? Okay. Ach, oh Mann, ich verwechsel den aber ganz immer. Ehrlich, mit der Bazooka kriegst du auch keinen Scheiß, aber die KD ist richtig im Arsch. Oha. Komm, wir gehen mal. Oh, Giftnades packe ich mir gleich auch rein, kann ich schön im Nahkampf werfen. Blocks, sie hatte mir hier, oh, ich habe jemanden getroffen, diese neue Waffe gezeigt. Ich sagte, die ist doch nicht so gut, mit der man fast wie so eine Bazooka schießt. Der ist schon an dir vorbeigelaufen. Ja, ich weiß. Läuft einfach so an mir vorbei, merkt nichts. Na, Bazooka-Scheiß. Brauch aber schwere Kills, deswegen schießen wir jetzt vielleicht mal 3 Lebenspunkte mit der hier. Mit der alten Drake. Oh ja, ich weiß noch, Drake, neu gekauft damals. Ah, hat es eben auch, ne? Play ersten Folgen, meine allerersten Folgen. Mit welcher Waffe hatte ich gezockt? Nee, nicht Hornet. Ich hatte noch in den ersten Folgen die Scarab. Und dann hatte ich mir auch die Drake geholt oder hatte die schon bereits. Boah, wir reden hier von vor 170 Folgen, Alter. Meine erste Waffe war eine Snake. Also vor einem Jahr vor allem, ne? Vor einem Jahr habe ich angefangen zu Let's Playen Brick Force. Deutsch. Ja. Das alles mit dem Lucky sogar. Und mit dem Lucky Gianluca, den kennt ihr auch noch aus den Slender Let's Plays mit Webcam. Mit dem mache ich bald wieder Slender Let's Plays und rate mal mit Webcam. Ich rede gerade ein bisschen zu laut. Aber das Geilste ist, Slender We Arrival. Kaufbar bei Amazon oder sonst irgendwo im Internet kaufbar, nicht das Amazon, oder? Als CD brauchen ja CD keine Werbung hier machen. Schleichwerbung. Slender We Arrival ist nur ein richtiges schönes Horror-Game. Ah, so ist. Es gibt auch schönere Spiele. Ich verkacke richtig 50. Weil ich dann Luki ein richtiger Slender-Fan geworden bin, haben wir alles angefangen zu Playen über keine Ahnung wie viele Folgen, eine ganze Playlist-Folge gemacht mit allen verschiedenen. Was macht der da, Alter? Springt der da so runter? Wer? Ich finde die neue Frisur aber auch richtig geil. So neu ist es zwar nicht, aber dann habe ich mir sie doch geholt. Erst fand ich die scheiße, aber so wie du die gemischt hast, da sieht die irgendwie saugeil aus. Jetzt sehe ich am geilsten aus überhaupt, ne? Hast du eigentlich dir dieses Video angesehen mit, ich brauche mehr Kommentare oder so? Weil nur jetzt wegen dem Bild, das ich da reingemacht habe, nur Lane Days Evolution, mein Aussehen. Hast du das gesehen? Das habe ich gut gemacht, ne? Kann man da wohl sagen. Da habe ich so geilen Aqua-Hintergrund genommen von mir. Und dann habe ich alle öfteren, wie ich mich fotografiert hatte, ich hatte noch andere Aussehen. Aber tatsächlich, ich hatte ja auch mal einen Alien-Kopf von Alienware. Schleichwerbung. Ja. Ach, ja, aber der war ja auch hier. Also den gab's ja auch nicht mehr sagen, so lange. Sieht gut aus. Ich spare gut Geld an. Mit dem sehe ich eigentlich gut aus. So, hier guckt. Mit diesem alten Hexenanzug hier. Zwar sehen die guten alten SWAT-Sachen hier nicht so unbedingt hervorragend aus, aber das sind auch die einzigen Sachen, die dazu passen würden. Denn ein Hexenbuch würde ich mir jetzt nicht leisten. Ich gucke ein bisschen Togenspeich noch an, dann kaufe ich mir irgendeine Waffe noch. Bei der goldenen epischen Harnissenarmbrust, da bin ich noch dabei zu sparen dann natürlich. Und ich wollte sagen, mit dem Alienkopf sieht man eigentlich nicht mal schlecht aus, so, ne? Geht doch eigentlich. Eine Runde damit zocken, eine Runde. Das ist die Welt, also du hast auch die Weltraummaske, oder? Weltraummaske? Was war nochmal Weltraummaske? Das Ding, was ich da vor dem Gesicht. Ja, die hab. Durchsichtige, ja, da. Bestimmt Zubehör ist das hier, ey. Das ist Zubehör, ja. Wo hab ich die denn? Die sieht man gar nicht, so durchsichtig ist die. Okay, das sind schöne Sachen. Hier ein paar habe ich aufbewahrt damals, ein paar hatte ich aus Langeweile abgegradet. Manche habe ich nicht benutzt, manche habe ich gewonnen, manche habe ich mit Absicht behalten, neu gekauft. Sachen wie das hier hatten zum Beispiel Heiltrank-Countdown extra, das sind die neuesten Sachen im Shop, da müsst ihr richtig mal abspicken. Köpfe habe ich viele gesammelt damals, Actionleiste habe ich ein paar Heiltränke behalten, aber für Premium benutze ich die nicht. Das Dumme ist, bei jeder Runde, alle 2 Runden, manchmal alle 3 Runden, muss man auf einmal Wiederbelebung wieder neu reinsetzen. Ich habe jetzt mich nicht im Forum beschwert. Inferno, kann man dir sowieso am Arsch vorbeilegen. Das sollte ja eigentlich jetzt gefixt sein, ne? Achso, jetzt durch diesen Update, was ich heute hatte? Ja. Dann können wir mal ausprobieren. Anstatt hier
5 Stunden waren es dann nachher doch irgendwie Ein, zwei Minuten. 8 Zwei Stunden Minuten oder waren so, dann. Ach so, das aber. Warten. Ja, ich habe die letzten 3 Tage nicht gezockt. Ja, was habe ich sonst noch? Ein paar Sachen habe Achso. ich hier. Die neue Brick Gun habe ich mir gekauft, da ist sie. Hat man aber auch gesehen im Freefall. Und vor allem, wir hatten ja auch ein Bauvideo gemacht, Let's Build, Folge 3. Das ist auch schon sehbar für dich zum Beispiel. Hast du das auch schon gesehen? Hast mir ja auch, Ja. hast eigentlich kommentiert, oder? Weiß ich jetzt nicht, oder? Ja, kann gut sein. Ja, Zebra-Anzug, ganz nett und sowas. Das Wichtigste ist, das hier hat plus 3 Rüstung. Ich lasse aber dann mal die Schuhe an, die haben nämlich nichts. Der Helm hat dann noch plus 5 Rüstung extra. Das war es eigentlich auch, ne? Ja, dafür habe ich hier die 148 Rüstung. Und so sehe ich mal lustig aus. Die Hose passt irgendwie nicht dazu, aber. Ich könnte mir, warte, ich mache mir jetzt auch mal Das sind jetzt 48 wieder so rein. lange Folgen. Wie lange hatten wir gerade? 8 Minuten. Okay, wir sind jetzt vielleicht schon fast über 10. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe nicht mitgezählt. Aber mit dieser Voraussetzung bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich habe ein nettes Inventar. Ich habe jetzt vielleicht nicht alles gezeigt. Ich habe vielleicht die Waffen ausgelassen. Ich habe alles Mögliche mal angesammelt. Die meisten kennt ihr eigentlich alle, wenn ihr alle 170 Folgen mitgeguckt habt. Und die Picken Wins, ne? Da war jetzt eigentlich nichts außer Picken Wins. Einmal vor meinem allerersten Picken Win. Nein, bei meinem allerersten Picken Win. Folge. Nicht mal eine Folge war das. Das war Pick'n'Win, mein beliebtestes Video, glaube ich, mit 16.000 Aufrufen. Und ich check es nicht. Ich habe keinen einzigen Gewinn abgestaubt und dafür 10 Coins geschenkt bekommen. Damals hatte ich aber auch falsch eingelöst. Es gibt ein neues Pick'n'Win momentan. Das habe ich auch nicht gesagt. Das hatte ich im letzten Pick'n'Win mal eingeblendet. Und wir sparen noch ein bisschen. Es sind nicht viele Coins. Nein, gar nicht. Wir sparen noch ein bisschen. Bis bald dann. Ciao.